Guten Morgen, wir haben Dienstag, Freunde. Dienstag ist heute und so langsam ist Land in Sicht. Gestern war ja der Mega-Burner-Tag, das war ja der absolute Oberhammer. Eine Express-Recherche nach der anderen. Ja, das knallt jetzt so langsam rein vor Weihnachten. Das ist ja echt Wahnsinn. Ich bin echt begeistert, ja. Da denkst du, da kommst du mal zu gewissen Dingen und dann sowas. Aber wir wollen ja nicht meckern, alles auf hohem Niveau. So, was steht an? Wir haben noch eine Namensrecherche, die muss heute gemacht werden. Die habe ich heute Mittag durch und dann werde ich heute Nachmittag mal zeigen, was ich so für Veränderungen in puncto Weihnachten und unserem Shopsystem mache. Einfach um so ein bisschen das Ganze zu steuern. Das sind jetzt noch so Versuche, aber das muss gemacht werden. Ansonsten, da sage ich nachher noch was zu, haben wir dann Irrungen und Verwirrungen mit den Kunden. Ja, weil irgendwo müssen wir ja kommunizieren, dass wir in die Weihnachtsferien gehen. Dazu sage ich dann auch noch was. So, jetzt machen wir die Markenrecherche. Es steht auch noch ein bisschen Buchhaltung an. Ich habe schon ein bisschen was gemacht und die Haare stippen so nach oben. Ja, ja. So, also. Und das Wetter ist super. Total super Wetter. Wir gucken mal eben raus, dass wir das auch eingefangen haben. Und heute Morgen war es spiegelglatt. Schweinebacke spiegelglatt. So, geht's los. Markenrecherche, Namensrecherche. Bis später. So, wir haben Mittag, der Tag genauso turbulent wie gestern. Ich habe jetzt noch eine richtig fette Arbeit dazu bekommen. Ich muss noch einen Serienbrief fertig machen. Jungs, ey, und Mädels, das... Oh. Aber die Markenrecherche ist fertig, läuft gut. Und wir haben jetzt Mittag, 1 Uhr und wir sehen uns dann heute Nachmittag. Und dann setzen wir uns mal ein bisschen mit der Sache auseinander, wie ich versuche, so die ganzen zeitgesteuerten Recherchedienste ein bisschen mit den Feiertagen unter einen Hut zu bekommen. Ja, Stativ ist ein bisschen klein eingestellt, deswegen gehe ich hier gerade so ein bisschen in die Knie. Und jetzt geht's kurz zum Mittagessen und wir sehen uns gleich wieder. Ja, ciao. Wetter ist top und ich hänge im Büro. Ja, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, wo wir uns jetzt bewegen. Und noch ganz kurz der Hintergrund, warum ich da so penibel drauf setze. Die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass Lesen und Mitdenken nicht funktioniert. Ja, und allein schon die Angabe Werktage, das kann man auf gut Deutsch vergessen, ja. Die Besucher der Webseite denken einfach, naja, wenn ich jetzt am Montag bestelle, dann bekomme ich das an dem entsprechenden Tag. Aber dass dann wieder ein Feiertag ist, das wird dann nicht so ganz verstanden. Und das muss man wirklich ganz eng fassen, sonst haut es nicht hin. Erfreulich, so langsam ist Land in Sicht. Es kommen jetzt so vermehrt so Eilsachen rein, aber die sind kleinerer Natur. Und alles andere wird jetzt so ein bisschen abgefedert. Also es gibt jetzt mittlerweile ab morgen eine ganz klare Ansage, was eben die Markenrecherchen angeht. Sorry Freunde, das ist zeitlich jetzt out of time. Das geht dann ganz brutal ins nächste Jahr. Ich habe noch mehrere Angebotsanfragen, die bekommen das jetzt auch noch mitgeteilt. Weil da liegt das Problem nämlich auch noch, auch schon oft erlebt, dass... dann während der Feiertage gemeint wird, man kann eben noch was nachschieben, da kommt noch das Land dazu und dann bitte noch die Klasse, können Sie das Angebot nochmal neu machen? Und dann muss man wirklich sagen, Freunde, nee, das könnt ihr vergessen. Wir sind in den Feiertagen und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Panik, Panik, Panik. Es ist dermaßen viel zu tun momentan, aber um das so ein bisschen auch für die Weihnachtstage abzufedern, möchte ich das mal kurz zeigen, wo jetzt die Herausforderung bei den Markenrecherchen liegt, um halt zu vermeiden, dass Kunden denken, aha, ich bekomme das also dann innerhalb der Weihnachtstage. Das ist so ein bisschen so das Spannungsfeld. Aber das zeige ich mal ganz konkret am Bildschirm.
ist ja nicht so, dass wir das zum ersten Mal machen. So, Netzteil vom Schnittrechner ist im Eimer. Nämlich heute Morgen ist die Sicherung rausgeflogen. Und ich nehme an, der hat eine Überspannung abbekommen. So, bin jetzt gerade dabei, hier ein anderes Netzteil auszubauen. Habe ich auch noch nie gemacht, aber schauen wir mal. Das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Mein Nachbar hat mir ein bisschen geholfen, das war schon mal super. Ja, viel Spaß dabei, Herr Clemens, viel Spaß. So, das hier, dieses viereckige, kommt hier oben links rein. Boah, meine Herren, ey. Der Tag, an dem alles anders kam. Der absolute Wahnsinn. Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Ich hatte ja heute das Thema, wie man das mit der Markenrecherche für die Feiertage terminiert. Terminiert sich auf morgen. Also Kinder, das zeige ich morgen. Und steig ein, was jetzt tatsächlich passiert ist. Ich habe ja zwei Rechner hier. Also ich habe einmal hier den Rechner. Ich zeige das mal unten, sieht man das? Links und rechts. Zwei Rechner. Da sieht man auch die Monitore. Da der normale Arbeitsplatz-PC. Und da hinten, wo das blaue Windows-Desktop-Gedöns ist. Hoppala. Da ist, das ist der Schnittrechner. Habe ich ja schon mal gezeigt. So. Ich bin heute Morgen ins Büro gekommen und da war die Sicherung rausgeflogen. Hab mir nichts dabei gedacht. Hab's irgendwann auch erst später geschnallt, dass die Sicherung raus war. Ich habe erst gedacht, die Überspannungssteckdose wäre im Eimer. Das ist so eine PC-Trümmer-Steckdose. Ja, und dann habe ich die Sicherung reingemacht und dann paff, flog direkt hinten irgendwie so ein Funken hier aus der Wand. Ich denke, hups, okay. Dann ging das aber. So, und jetzt wollte ich vorhin anfangen mit den Videogeschichten. Und dann geht der Rechner nicht an. Der Rechner geht nicht an. Ich denke, ich spinne. Ja? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, und das Ende vom Lied war dann folgendes. Das zeige ich mal. Man kann ja in die Technik nicht reingucken. Das ist das Netzteil. Das defekte Netzteil. Gott sei Dank hatte ich auf dem Dachboden noch einen alten Rechner. Und Gott sei Dank hat er genau die gleiche Wattzahl im Netzteil. Und ich habe noch nie ein Netzteil gewechselt. Abenteuerlich, dankenswerterweise mit meinem Nachbarn, dem Florian, haben wir das hinbekommen. Da war eine Sache mit der Festplatte, mit dem Anschluss, da kam ich nicht so ganz klar. Ja, und es läuft wieder. Da, er läuft wieder. Ja, das Netzteil. Ursache unbekannt. Ich nehme mal an, eine der Steckdosen unten hat irgendwie ein Problem. Die werde ich jetzt mal austauschen. Und was auch sein kann, hier ist ja der Stecker. Und als ich jetzt umgezogen bin vor einigen Wochen, ist Folgendes gewesen, da war das Kabel da drin und ich bin mit dem Fuß da irgendwie drauf getreten. Da habe ich noch ein ungutes Gefühl gehabt. Da habe ich gedacht, boah, mich läuft das Ding jetzt noch. Und vielleicht habe ich mir das abgeschossen. Ja? Kurz ein paar Eindrücke von der Montage noch und dann geht das Ganze hier in den Schnitt und dann wünsche ich einen schönen Abend und dann geht es morgen weiter. Was für ein Dienstag. Der Wahnsinn. Kinders, bis dann. Ciao.